Hallo und herzlich willkommen zur, 100. Folge der Technik-Ranch. Ich hatte es in der letzten Sendung angekündigt. Ich wollte da mal ein Experiment machen. Und jetzt kommt das Ergebnis dieses Experiments. Tada! Ja, nicht erschrecken. Das Experiment kann sogar sprechen. Ist Wahnsinn. Hat das Experiment auch einen Namen? Das Experiment hat auch einen Namen. Einen frisch hineingebeamten Namen Wieland Morawitz. Hallo, Herr Schnurrer. Hallo, Herr Morawitz. Hallo. Herzlich willkommen bei der Technik-Ranch. Freut mich, dass Sie heute mein Cowboy-Partner sind. Das mit dem Hut finde ich übrigens super klasse. Könnt auch die Brille noch aussetzen, nur dann ist auch wieder Spiegelung oder wie auch immer. Also, die lassen wir mal besser ab. So, aber es gibt natürlich auch noch ein paar technische Themen in dieser Technik-Ranch. Darum heißt sie ja Technik-Ranch. Eine weitere Folge der Checkliste für die Sicherheit. Dieses Mal geht es um das Thema Browser und Router, insbesondere der Bereich WLAN-Router. Dann beschäftigen wir uns kurz und knapp mit einer Sicherheitslücke bei Kabel Deutschland. Und das dritte Thema ist Videoschnitt. Gibt ja viele Programme. Genau. Das wird auch nochmal ausführlich behandelt. Und zwar Videoschnittprogramme für Anfänger zwischen 90 und 130 Euro. Viel Spaß dabei. Gucke, aber sofort. Yeah! Ja, auf geht's in die Vollen. Ich hatte es ja versprochen oder angedroht. Sicherheitscheckliste Teil Nummer 4. Dieses Mal geht es um das Thema Browsersicherheit, also das Ding, mit dem wir im Internet unterwegs sind. Und zum Zweiten um den WLAN-Router, also zwei ganz elementare Dinge, wenn es darum geht, ins Internet zu gehen. Los geht's mit dem Browser. Sicherheitscheckliste Part 1. Wichtigster Punkt, Plugins ausmisten. Das ist etwas, was ganz viele Leute über die Zeit ansammeln. Immer mehr zusätzliche Programme sammeln sich im Browser an. Insbesondere sind das solche Dinge wie etwa Flash oder Java oder auch der Acrobat Reader oder Silverlight. All diese wunderbaren Programme sind im Browser drin. Kommen dann noch weitere dazu, je nachdem, wo ich jetzt gerade irgendwo war auf einer Webseite. Immer mal wieder sagt eine Webseite, du musst aber noch dies installieren, du musst noch das installieren. Deshalb lohnt es sich ab und an einfach mal zu checken, wie sieht das denn aus, was für Browser habe ich eigentlich installiert? Zum Beispiel, lieber Herr Schnurrer, ich bin ja der klassische Nutzer des Firefox, ne, und bin damit eigentlich, ich sag mal, recht zufrieden, obwohl ich das Gefühl habe, ich habe Google Chrome auch mal ausprobiert. Es frisst Ressourcen. Also bei mir läuft alles ein bisschen langsamer. Ich habe jetzt nicht den schnellsten Rechner, aber Google Chrome scheint da doch ein bisschen zäher zu laufen. Und mit Firefox habe ich auch schon den ein oder anderen Absturz erlebt, so immer versionsbedingt. Ja. Gut, das kann man, also Abstürze, muss ich jetzt ehrlich sagen, habe ich mit dem Firefox bisher noch nie erlebt. Und sonst, zumindest von unseren Tests her, ist Chrome natürlich der schnellere. Und Chrome hat vor allen Dingen einen großen Vorteil. Chrome bringt eine ganze Menge Plugins einfach schon mal mit und kümmert sich auch selber darum, dass diese Plugins aktuell gehalten werden. Das ist hier auch besonders wichtig, weil ich bei vielen Plugins eben kein automatisches Update habe. Ich muss das manuell tun und insbesondere solche Plugins, die eben keine automatische Aktualisierung mitbringen, neigen dazu, dass sie mir eben eine Sicherheitslücke hinterlassen und ich dann diese Lücke ja manuell stopfen muss. Deshalb an der Stelle wirklich genau kontrollieren, habe ich diese Plugins. Nochmal kurz zum Firefox. Wenn ich dort gucken will, welche Plugins das in sind, dann müsste ich über die Seite About Add-ons auf Firefox gehen und kann dann genau sehen, welche Add-ons sind eingebaut, welche davon brauche ich und welche sollten gegebenenfalls mal aktualisiert werden. Ähnlich funktioniert das beispielsweise bei Chrome. Dort habe ich die Seite chrome://plugins und dann sehe ich dort die Plugins. Wenn ich mit dem Firefox unterwegs bin, dann muss ich die entsprechende Seite über, jetzt wird es ein bisschen länglich, Safari, Einstellungen, Sicherheit, Webseiten, Einstellungen verwalten. Dort finde ich dann endlich auch den Bereich, wo die Plugins versteckt sind und kann dort dann gegebenenfalls einzelne Plugins deaktivieren, aktualisieren oder auch deinstallieren, um sie dann, Fehler. Ich kann sie dort deaktivieren. Deinstallieren muss ich sie zumindest unter Windows immer über die Systemsteuerung. Sie sind dort
quasi wie normale Programme installiert. Wenn ich sie also komplett loswerden will, muss ich das an der Stelle tun. Nun heißt es ja aber auch von dem einen oder anderen, ich verfluche Flash. Es heißt auch, Flash soll künftig irgendwie komplett abgeschaltet werden. Das wäre ein Traum. Das wäre ein Traum, sagen viele. Insofern gibt es aber diese ganzen Erweiterungen oder Plugins immer noch bei Firefox. Obwohl jetzt immer mehr angezeigt wird oder ich sag mal, viele User auch ein bisschen verwirrt sind und nachfragen. Ja, da steht aber dauernd, kann nicht verwendet werden oder muss verifiziert werden, zertifiziert werden. Ja, ist das denn irgendwann mal so, dass man auch ohne die diversen Erweiterungen oder Plugins komplett auskommen kann, wenn man surfen will? Das ist sehr spekulativ. Also leider Gottes gibt es noch sehr, sehr viele Webseiten, die tatsächlich immer diese Plugins benutzen. Mhm. Insbesondere auch sehr alte Plugins wie beispielsweise Silverlight. Es gibt heute ehrlich gesagt keinen vernünftigen Grund mehr, Silverlight zu verwenden. Es gibt trotzdem Webseiten, die dieses Videoformat noch anbieten. Man könnte das alles, wenn man es sauber löst, über HTML5 machen. Mhm. Das wäre die standardkonforme Version. Da ist auch der Browser selber zuständig dafür, das Video beispielsweise zu dekodieren. Trotzdem gibt es halt einige, die dann sagen, okay, ich möchte aber Flash haben. Und da gibt es im Moment nur wenige Alternativen, die ich habe. Ich kann beispielsweise einen Browser nehmen, der Flash drin hat. Das wäre einmal Chrome. Mhm. Oder eben ganz neu bei den neueren Windows-Versionen gibt es ja einen eigenen Browser, der jetzt zum Windows 10 gehört. Und der heißt Edge. Mhm. Mit dem brauche ich dann auch kein Flash-Plugin mehr, weil er das selber mitbringt. Der bringt auch solche Sachen mit wie ein Adobe Reader, also diese berühmten PDF-Dokumente. Das gibt es inzwischen auch bei Chrome, dass ich das quasi als Betriebssystem bzw. als Browser-Plugin habe. Bei Firefox muss ich das immer noch nachinstallieren und bei Safari und insbesondere beim inzwischen wirklich veralteten Internet Explorer muss ich das auch tun. Ja, also Internet Explorer sollte man, wenn es geht, gänzlich in die Tonne treten, oder? Würde ich inzwischen ernstlich empfehlen, insbesondere wenn man Windows 10 hat, dann ist es eigentlich schwachsinnig, noch den Internet Explorer zu verwenden. Es gibt keinen vernünftigen Grund, da nicht auf Edge zu gehen, zumal Edge eben auch noch besonders schnell ist. Mhm. Aber das war der Punkt 1 der Sicherheitscheckliste. Wir machen munter weiter. Punkt 2. Click-to-Play aktivieren, haben die Kollegen da in die Liste geschrieben. Was zur Hölle ist das? Es ist eine sehr sinnvolle Funktion, mit der ich quasi dafür sorge, dass Inhalte von Plugins nicht automatisch ausgeführt werden. Das heißt, ich habe eine Webseite, da ist zum Beispiel ein Flash-Player drauf, ein Flash-Inhalt drauf und der wird ja normalerweise direkt ausgeführt. Wenn ich jetzt Chartcode hätte auf dieser Webseite, dann würde der auch automatisch ausgeführt, ohne dass ich gefragt werde. Wenn ich dieses Click-to-Play aktiviere, dann fragt mich das System vorher, willst du das wirklich jetzt tun? Und dann sage ich ja. Macht natürlich das Browsen ein bisschen unbequemer, aber so ist das Leben. Sicherheit und Bequemlichkeit funktionieren nur selten gleichzeitig. Click-to-Play. Man sollte also immer auch aufpassen, nicht nur für diejenigen, die sich gut mit dem Internet auskennen oder mit den speziellen Browsern. Also ich bin ja derjenige, der dann auch immer so ein bisschen auf der vorsichtigen Seite unterwegs ist und ja, nichts sich einfangen lassen, JavaScript oder solche Geschichten, da hört man ja auch immer so böse Sachen. Bloß nicht, am besten alles rausschmeißen, sonst gibt es Viren, Befall oder pp. Also ist es wirklich so dramatisch oder? Naja, durchwachsen. Also meine Mutter gehört ehrlich gesagt auch zu den Leuten, die immer mich anrufen, du, da kommt jetzt ein Fenster, soll ich das jetzt klicken oder nicht? Dann sage ich, lies mir doch mal vor, was auf dem Fenster steht und meistens sind es dann irgendwelche Updates, die eingespielt werden sollen oder eben tatsächlich solche Dinge wie, wenn ich Click-to-Play eingeschaltet habe, möchten sie das jetzt wirklich abspielen? Da muss man halt gucken, was wird das angezeigt und dann klickt man auf OK. Vielleicht noch ganz kurz zur Frage, wo ich das Click-to-Play einschalte. Das ist bei jedem Browser leider wieder an einer anderen Stelle. Bei Firefox ist das im Add-on-Manager, also About Add-on, da waren wir ja schon. Und das heißt etwas kryptisch nachfragen, ob aktiviert werden soll. Also eine etwas eigenwillige Einstellung. Aber soll man Ja sagen oder Nein? Das ist halt das Ding. Ja, ne? Wenn man Ja sagt, ne, dann wäre der Klassiker, dann fragt er nach. Defaultmäßig, also standardmäßig, ist dort Nein eingestellt. Mhm. Also fragt er nicht nach. Will ich das Ganze bei Chrome machen? Jetzt wird es richtig lang. Läuft über Einstellung, erweiterte Einstellung, Datenschutz, Inhalteeinstellungen, ich blende das später ein, Plugin, selber auswählen, wann Plugin-Inhalte ausgeführt werden. Also quasi eine schöne, lange, sprechende URL, die ich beziehungsweise Menüstruktur, die ich da einmal mich entlanghangeln muss, um das dann beim Chrome zu aktivieren.
Beim Internet Explorer ist es im Bereich Add-ons verwalten und da kann ich dann über weitere Funktionen dort das entsprechend einstellen. Safari-Nutzer, um auch die noch zu berücksichtigen, heißt das Website-Einstellungen verwalten im Bereich, also es ist ähnlich, wie ich es bei dem Bereich Plugins ausmisten gesagt hatte, muss man also auch da entsprechend einstellen und die Formulierung heißt hier konkret, bei Besuchen anderer Webseiten erstmal fragen, ob die Plugin-Inhalte ausgeführt werden sollen. Windows 10, hatte ich ja schon erwähnt, ist da ja sehr restriktiv. Es hat nämlich grundsätzlich erstmal die Einstellung, dass die ganzen Geschichten nicht installiert werden, diese zusätzlichen Plugins. Ich muss sie also explizit installieren. Ein weiterer Bereich, der bei Windows 10, aber auch eben bei Firefox inzwischen ganz schön ist, es gibt ja diese berühmten Werbebanner. Meistens sind das irgendwelche komischen Toolbars, die man sich mit irgendwelchen Software-Downloads automatisch mit einhält. Das brauche ich bei Windows 10 wenig zu tun, weil das automatisch nicht installiert wird normalerweise. Bei allen anderen sollte ich, wenn ich also da tatsächlich meinen Rechner versaut habe, mal mit dem Avast Browser Cleanup aktiv werden. Das checkt dann halt meine Browser-Einstellungen durch und dann kann ich gezielt diese Werbenervereien ausblenden. Wollte ich gerade sagen, ist mir selber schon passiert. Nach Installation, weiß ich was, ein Plugin der Erweiterung mit einmal plötzlich dann, dummer Fehler von mir, erschien dann so eine Ask-Toolbar mit sämtlichen Gemülle im Browser und es war auch relativ schwer, erstmals diesen ganzen Mist wieder rauszuschmeißen, den zu installieren. Das ist grauenvoll. Das ist tatsächlich ein ganz furchtbares Ding. Ganz böse. Man holt sich das vor allen Dingen bei Download-Portalen mit rein. Also auch vermeintlich seriöse Portale bieten dann immer wieder Downloads an, wo ganz klein versteckt irgendwo steht, automatisch installieren den Ask-Toolbar. Und dann reicht es eben nicht unter Systemeinstellungen Software, den zu deinstallieren, sondern man muss wirklich an ganz vielen Stellen, zum Teil auch in der Registry, aufräumen, um das loszuwerden. Und dafür ist halt dieser Avast Browser Cleaner wirklich genau das Tool. Das macht das sehr zuverlässig für alle gängigen Browser. Verhält sich aber oftmals auch so grundsätzlich, wenn man so Dinger installiert. Da steht ja manchmal auch drin, auch gerade bei Programminstallationen jetzt überhaupt, benutzerdefinierte Einstellungen oder alles automatisch. Weil oftmals holt man sich ja durch diese benutzerdefinierten Einstellungen, hat man das Glück, sage ich mal so, Dinge abzuwählen, Häkchen wegzunehmen, ne, und dann hat man den Mist eben nicht drauf. Ne? Genau. Automatisch heißt immer automatisch verseucht. Ja. Ne? Also ist klar, ich mache das, was der Anbieter am meisten haben möchte, nämlich seinen Schrott installieren. Dann wird das automatisch mit reingebügelt. Wo man es gar nicht haben will. Ja. Genau. Letzter Punkt, Checkliste zum Thema Browser. Es gibt ja ganz viele Browser, die haben einen Passwortspeicher mit drin. Das heißt, der merkt sich selber meine Passwörter für verschiedene Webseiten. Das ist besonders komfortabel etwa beim Firefox, den nutze ich dafür auch. Wer so etwas benutzt, sollte unbedingt den Passwortspeicher verschlüsseln. Wenn ich das nicht tue, dann laufe ich Gefahr, dass diese Passwörter eben frei zugänglich sind. Normalerweise gibt man dafür ein Master-Kennwort ein und das sollte man auch einigermaßen sicher wählen und nicht gerade hinten auf den Rechner schreiben. Ja, damit sind wir im Teil 1 schon fast durch, Browser-Checkliste. Kommen wir zum zweiten Teil, nämlich diese Dinger hier, die wunderbaren WLAN-Router. Auch da gilt es einiges zu beachten. Das wäre genau was, lieber Herr Schnurer? Was sollte man da genau beachten? Ja, ganz wichtig ist natürlich, wenn ich einen WLAN-Router erstmal ins Haus bekomme, dann haben die normalerweise eine Default-Einstellung. In dieser Default-Einstellung gibt es ein sogenanntes Default, also Standard-Konfigurationspasswort. Oder aber noch schlimmer, es ist überhaupt kein Konfigurationspasswort eingestellt. Dann sollte ich das unbedingt ändern bzw. überhaupt erstmal setzen. Sonst kann jemand von außen ohne weiteres auch an meinen Router dran. Das nennt sich dann automatische Konfiguration, die quasi im Hintergrund laufen kann. Das möchten viele Provider haben, um beispielsweise an den Router ranzukommen, um dort irgendwelche Funktionen einzustellen. Das sollte man immer nur im Bedarfsfall erlauben. Normalerweise sollte man das deinstallieren bzw. Abschalten. Noch
Wenn man jetzt aber so einen Router bekommt, wenn ich kurz fragen darf, der ist mir zum Beispiel jetzt von meinem Provider einfach mal so zugeschickt worden, ohne dass ich da überhaupt gesagt habe, Leute, ich möchte einen neuen Router haben. Der hat auch eingebautes WLAN, also kommt schon gänzlich ohne die Antennen aus. Ich finde das eigentlich schnieke, wenn da so Antennen dran sind. Ne? Hab den auch noch gar nicht angeklemmt. Und da bin ich so ein bisschen am Überlegen, also den jetzigen Router, den ich noch habe vom Anbieter, der funktioniert einmal frei. Ich kann ja weiter im Netz surfen. Warum muss ich den anklemmen? Warum werde ich mehr oder weniger dazu gezwungen? Und vor allen Dingen, ich will ja gar kein WLAN haben. Ich arbeite weiterhin mit der klassischen Festverkabelung. Also, ne? Klar, wenn ich so einen Router bekomme, dann hat das meistens ja ganz unterschiedliche Gründe. Manche Provider schicken einfach immer mal turnusmäßig einen neuen Router raus. Sehr oft ist es aber so, dass sich irgendwas an der Technik ändert. Mhm. Wenn ich beispielsweise einen schnelleren Zugang mir gebucht habe, vorher einen langsamen Internetzugang habe, jetzt einen schnellen, dann kriege ich in der Regel auch einen neuen Router mit, weil sehr viele alte Router eben die schnellen Zugänge nicht verwalten können. Das ist insbesondere, wenn ich beispielsweise auf VDSL umsteige, brauche ich in der Regel auch einen neuen Router, weil die Standardrouter eben mit dieser Technik nicht umgehen können. Wenn ich den Provider generell wechsle, also beispielsweise von DSL auf Kabel gehe, ist es völlig klar, brauche ich natürlich auch einen neuen Router. Wenn sich aber technisch nichts geändert hat, dann kann ich diesen neuen Router benutzen oder eben auch nicht. Wenn ich sage, ich will gar kein WLAN haben, dann brauche ich nur diese Taste drücken, wie auch immer, und dann ist es ausgeschaltet, mehr oder weniger. Wobei das mit der Taste ist so ein bisschen haarig, weil nach dem nächsten Stromausfall wäre der wieder standardmäßig wieder eingeschaltet. Nee. Also sollte ich in die Konfiguration gehen und dort explizit das WLAN abschalten, wenn ich es nicht haben möchte. Ein weiterer Grund, warum man vielleicht doch über den neuen Router nachdenken sollte, den einem der Provider schickt: manchmal haben ältere Router, die man vom Provider hat, tatsächlich Sicherheitslücken, die nicht mehr automatisch gefüllt werden, beziehungsweise gestopft werden. Ja, Lücken gefüllt, gestopft, ja. Dann behelfen sich manche Provider damit, dass sie eben sagen, okay, wir schicken dir einfach einen neuen Router, der ist jetzt sicherer und den werden wir in Zukunft auch aktuell halten. Also das heißt also, ich müsste meinen Router doch in der Tat am besten austauschen und den anklemmen. Also wenn Sie es ganz genau wissen wollen, dann wäre halt der Weg, den alten Routernamen eingeben, einmal im Internet suchen, ob da Sicherheitslücken bekannt sind, möglicherweise auch solche, die nicht gestopft werden, dann den neuen Routernamen eingeben, schauen, ob es da entsprechende Hinweise gibt. Normalerweise verschickt der Provider auch einen entsprechenden Sicherheitshinweis. Ja, ich wollte gerade sagen, also den ersten Router, den ich angeschlossen habe, einfach Netzkabel rein, angeschlossen, und ich brauchte gar nichts anstellen. Also, oder habe nichts. Das ist aber natürlich nicht ungefährlich, weil nicht nachmachen. Kommen wir jetzt schon zu den Bereichen, weil dann habe ich ja, wie ich schon ganz zu Anfang sagte, immer noch Standard-Konfigurationspasswort. Ja. Jeder, der das kennt, was relativ leicht ist, normalerweise zu erraten, der kann an den Router dran. Und insofern muss man da so ein bisschen aufpassen. Weiter geht's. Wenn ich das WLAN benutzen möchte, dann sollte ich dafür sorgen, dass ich im WLAN auch eine sichere Verschlüsselung verwende. Die einzig sichere Verschlüsselung, die ich im Moment verwenden sollte, ist WPA2 mit AES. Das heißt dann je nach Router manchmal auch WPA2-only/EAS oder WPA2-CCMP. Das ist das einzige Verfahren, was sich im Moment wirklich als sicher erweist im Bereich Heimnetzwerke. Das alte WPA ohne 2 dahinter oder WEP sogar sollte ich auf gar keinen Fall verwenden. WEP ist inzwischen geknackt. Jeder halbwegs Ambitionierte kann sich in dieses Netz hineinhacken, kann da Schindluder in meinem Namen treiben. Also das sollte man nicht tun. Wieder was dazugelernt, was das angeht. Und darum kümmere ich mich bald. Also da habe ich da das würde ich schwer empfehlen. Ja. Noch ein Bereich beim WLAN. Wenn der Router die Möglichkeit hat, ein sogenanntes Gastnetz einzurichten, das ist also ein Netz, das quasi eine eigene IP-Adresse hat, auch einen eigenen IP-Bereich, der nicht der gleiche ist wie mein normales Netz, dann sollte ich dafür sorgen, dass das Gastnetz-Passwort ein anderes ist als das Passwort für das Standardnetz. Ist auch logisch, weil das Passwort für das Gastnetz gebe ich ja auch an Gäste raus. Das kann also mein Haus möglicherweise verlassen. Da sollte ich auf jeden Fall entsprechend ein vernünftiges Passwort wählen, das meine Gäste einfach benutzen können. Sollte dort aber natürlich darauf achten, dass ich WPA2 verschlüssele. Und dann habe ich sehr schön getrennt, dass also meine Gäste zwar bei mir surfen können, aber eben nicht auf meine restlichen Rechner draufgreifen können. Ich kann also ganz normal weiterarbeiten, jetzt mit mehreren Rechnern, sage ich mal, im Netz, währenddessen dann der Gastzugang genutzt wird und man dann ist geschützt. Ist quasi, weiter surfen kann. Sind die beiden Netze logisch getrennt, weil sie in unterschiedlichen IP-Adressbereichen laufen. Okay.
Nächster Punkt in der Checkliste, nur sichere Protokolle nach außen anbieten. Sehr viele Router haben ganz viele tolle Sachen, die sie automatisch mit anbieten. Typischerweise ist das der Fernzugriff. Das hilft dann etwa dem Provider, um darauf zuzugreifen. Der ist meistens defaultmäßig, also standardmäßig eingeschaltet. Den sollte ich standardmäßig abschalten und nur dann freischalten, wenn der Provider wirklich aus wichtigen Gründen auf mein Netz drauf soll. Wenn ich schon Zugriffe nach außen anbiete, dann sollte ich auch den Fernzugriff so einstellen, dass er nur per HTTPS, das S ist das Wichtige daran, erreichbar ist. Und wenn möglich, sollte ich versuchen, da einen anderen Port als den Standardport zu nehmen. Standardport ist normalerweise der 443. Wenn ich einen anderen Port nehme, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand da drauf rumhackt, schon mal sehr viel geringer. Ganz wichtig ist natürlich auch, für diesen Fernwartungszugriff sollte ich ein Passwort vergeben und nicht das Standardpasswort lassen. Explizit hier ein anderes Passwort nehmen als beispielsweise für die Konfiguration, dann ist man schon einigermaßen sicher. Die ganz dummen Passwörter sind da Admin oder Root, immer wieder gern genommen. Das ist das, was der Hacker als allererstes ausprobiert. Okay. Was für Möglichkeiten sollte man in Erwägung ziehen? So Passwörter, Zahlen, Kombinationen in Verbindung mit gut, so also querbeet? Sicheres Passwort ist immer etwas länger, also keine vier Buchstaben, keine vier Zeichen, also, sondern so üblicherweise sagt man so 8 bis 12 Zeichen sollte es schon haben. Im Idealfall enthält es Groß- und Kleinbuchstaben, es enthält im Idealfall Sonderzeichen. Ja. Ganz wichtig, es enthält normalerweise keine deutschen Umlaute, weil damit kommen viele Systeme durcheinander. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass dann möglicherweise der eigene Router über so einen Umlaut stolpert und dann ganz komisches Verhalten an den Tag legt. Und sich notieren, falls man mal dann das nicht so ganz auswendig hat. Klar, irgendwohin aufschreiben und möglichst nicht hinten auf den Router drauf. Man braucht es ja auch nicht jedes Mal neu eingeben. Ne? Also es ist ja dann auch einmal konfiguriert. Nochmal ein Wort zu den sicheren Protokollen. HTTPS hatte ich schon genannt, ist schlicht normalerweise ein sicheres Protokoll. Darüber kann man dann auch Webdienste wie WebDAV oder CalDAV machen. Das sind Kalenderdienste. Ich kann mit IMAP-S arbeiten. Das ist quasi ein E-Mail-Dienst. SFTP, also der FTP-Zugang, also File-Austausch-Zugang über eine verschlüsselte Variante. Oder natürlich der Klassiker im Bereich Zugriff von außen, SSH. Da ist man eigentlich auch auf der sicheren Seite. Alle anderen Dienste sollte man deaktivieren und grundsätzlich sollte man den Router so einstellen, dass nur die Dienste wirklich da sind, die man tatsächlich braucht. Wenn man also von vornherein sagt, ich werde nie mit SSH, nie mit WebDAV, nie mehr mit CalDAV oder so arbeiten, dann einfach abschalten, diese Zugänge sperren. Alles, was zu ist, kann keiner rein. Ja, gut zu wissen. Also immer schön verschlüsseln, aufpassen. Gastzugänge dementsprechend dann, wenn man es will. Also alles in dieser klassischen Variante, alles das nur, was ich erlaube, ist dann auch dann eben denjenigen gestattet, es zu genau nutzen. Genau. Ne? Und zum Schluss habe ich noch einen. Router sind ja sehr vielseitig, die können ja in der Regel auch ganz tolle Dinge tun, wie beispielsweise mir Daten in mein eigenes Netz spielen, dort quasi als Server fungieren. Wenn ich das nicht brauche, dann sollte ich das abschalten. Insbesondere das UPnP ist ein zweischneidiger Dienst. Auf der einen Seite bietet es mir natürlich die Möglichkeit, einfach Medieninhalte nach draußen zu streamen. Auf der anderen Seite bietet es aber auch die Möglichkeit, dass man eben, wenn man diese Dienste in Anspruch nimmt, da möglicherweise mehr über mein Netz erfährt, als man möchte. Auch WPS, das ist diese Möglichkeit, wie man quasi mit einem Tastendruck seinen WLAN-Router mit dem Rest der Welt verbindet. Das ist sehr komfortabel, aber eigentlich braucht man das nur fürs Einrichten einmal. Und weil man ja sowieso in dieses Konfigurationsmenü muss, um beispielsweise die Standardpasswörter umzustellen, sollte man an der Stelle auch dann nach dem Konfigurieren das WPS abschalten. Mhm. So, das war jetzt unheimlich viel zum Thema Security-Checkliste. Aber ich denke, wenn man das so durcharbeitet, dann hat man zumindest einen halbwegs sicheren Browser und einen halbwegs sicheren Router. Liebe Zuschauer, eine große Meldung machte die Runde. Ja, der große Anbieter, Kabel Deutschland. Da wurde gemeldet, massive Sicherheitslücken bei Kabel Deutschland. Herr Schnurer, wie verhält sich das? Da kriege ich Gänsehaut. Ja, das war auch wirklich etwas, wo man Gänsehaut kriegen musste. Vor allen Dingen, weil es über Jahre sperrangelweit offen stand, das Kabelnetz von Kabel Deutschland. Genau genommen die Router, die bei den einzelnen Teilnehmern waren,
hatten die unangenehme Eigenschaft, dass ich als jemand, der ebenfalls im Kabel-Deutschland-Netz war, diesen Router quasi kapern konnte. Das heißt, ich konnte auf dessen Kosten Telefonate führen, ich konnte in sein eigenes Netz hineingehen und hatte im Prinzip vollen Zugriff auf einen Großteil dieser Router. Kabel Deutschland hat das über Jahre nicht entdeckt bzw. über Jahre nicht geschlossen. Hintergrund der ganzen Geschichte ist, dass man quasi ein eigenes Konfigurationsnetz aufgebaut hat, über die man diese Router von den jeweiligen Teilnehmern quasi konfigurieren konnte. Mhm. Dieses Netz war aber einfach nicht abgesichert. Und erst nachdem wir uns eingeschaltet haben, denen das wirklich nahegebracht haben, auch bewiesen haben, dass diese Lücke da ist, haben sie dann tatsächlich angefangen, dieses Netz abzusichern. Das muss man sich mal vorstellen. Also ich bin Kunde bei Kabel Deutschland, also als Beispiel bin ich ja nicht. Und plötzlich telefoniert irgendwie jemand auf meine Kosten, ohne dass ich das bemerke, fröhlich munter Pizza bestellend irgendwo in Thailand. Meistens sind es dann andere Dinge. Man kann ja über dieses Telefonieren auf andere Leute Kosten sehr schön auch Geld verdienen. Das sind dann halt wirklich kriminelle Strukturen, die dahinter stehen, die dann diese Anschlüsse übernehmen und sehr teure Ferngespräche führen, von denen sie wieder einen Teil abbekommen. Mhm. Und wenn man also da gekapert wurde als Anschluss, ist das sehr gefährlich. Und es war halt dadurch, dass es so lange offen war, wirklich ärgerlich. An der Stelle gibt es einen kleinen Treppenwitz. Mhm. Kabel Deutschland verteilt ja an ihre Kunden eigene Router. Mhm. Da gibt es ganz unterschiedliche Modelle. Eines dieser Modelle waren die Fritzboxen. Und bei denen trat dieser Fehler nicht auf, weil AVM als Hersteller gesagt hat, pass mal auf, ihr könnt unheimlich viel machen. Aber an den Teil der Firmware, nämlich diesen sicherheitsrelevanten Part, kommt euer Kram nicht drauf, sondern ihr macht das gefälligst so, wie sich das gehört, nämlich verschlüsselt. Und es war tatsächlich so, dass der Sicherheitsforscher, der das gemeinsam mit uns gemacht hat, auf diese Fritzboxen nicht drauf kam, die von Kabel Deutschland ausgeliefert wurden, aber eben auf alle anderen. Und Kabel Deutschland selber, beziehungsweise Vodafone, die wurden ja aufgekauft, räumt ein, dass das bis zu 2,8 Millionen Anschlüsse tatsächlich betroffen waren. Und das ist natürlich schon eine Menge. Obwohl es ja praktisch war, immer zu sagen, ich habe Kabelfernsehen und gleichzeitig über die Leitung, Kabel Deutschland, habe ich Internet. Hätte ich dann auch Angst haben müssen, dass zum Beispiel jetzt so Homebanking-Geschichten, ganz sensible Sachen noch irgendwie hätten abgegriffen werden können? Hätte, wenn ich das gewollt hätte, in dieser Zeit alles, was auf diesem Anschluss läuft, weil ich ihn ja komplett übernehmen kann, hätte ich mitprotokollieren können. Und dann hängt es natürlich davon ab, wenn dann das Online-Banking auch noch unverschlüsselt läuft, was zum Glück in Deutschland inzwischen nicht mehr der Fall ist. Also die Passwörter werden im Rechner verschlüsselt, die Zugangsdaten werden im Rechner verschlüsselt, aber sie werden dann erst verschlüsselt übertragen. Das heißt, da hätte ich nur die verschlüsselte Übertragung protokollieren können. Ich hätte mich da natürlich dazwischen hacken können mit einer sogenannten Man-in-the-Middle-Attacker, aber das ist halt dann schon aufwendig und es ist auch, das ist die gute Nachricht, zumindest bisher nach unseren Informationen nichts in der Richtung passiert, aber es war natürlich trotzdem ärgerlich. Ich wollte gerade sagen, weil wie hat denn Kabel Deutschland dann irgendwie reagiert, als denen die Fakten nahegelegt wurden? Ja gut, inzwischen haben sie die Lücke geschlossen. Wir haben das Ganze auch erst veröffentlicht, nachdem die Lücke geschlossen war. Wir wollten ja keine Bauanleitung zum Springen bei deinem Nachbarn ins Kabelnetz hinein geben. Das macht man also inzwischen nicht. Haben sie es geschlossen. Haben also auch reagiert. Es ist nur schade, dass es dazu notwendig war, dass sich die Presse einschaltet. Wenn ich Homebanking anspreche, alles geht ja heute per Internet, dann ist er hier wieder da, back to the roots. Lieber noch Bargeld nehmen, ne? Das ist dann so die klassische Variante. Ach ja, Schnurrer, gucken Sie mal, ich habe hier noch 30 Cent für den Kaffee, den Sie mir vorhin spendiert haben. Wunderbar, kein Homebanking. Das reicht inzwischen und sogar noch für eine Parkuhr. Siehste, also auch aufpassen oder beziehungsweise zukünftig aufpassen und überhaupt. Ja. Tja, liebe Zuschauer, der klassische Film, in diesem Fall 35 mm, ja, man kann sagen, wenn ich jetzt so mache, habe ich den Film geschnitten. Klassisch noch auf Film, 35 mm, 16 mm, ja, man hat noch damals an diesen 6-Teller-Filmschneidetischen geschnitten und dann kam nachher als Endprodukt dann die jeweilige Kopie bei heraus, die musste entwickelt werden in Kopierwerken, Kopierwerke machen immer mehr zu, es gibt keine Labore mehr, die entwickeln in Deutschland, also was ist die Alternative? Schon seit Jahren für viele das Thema Videoschnitt. Bitte schön, Herr Schnurrer. Und ich mache nochmal klassisch hier so ein bisschen Schnitt. Sie zerschneiden nochmal ein bisschen Video. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt noch so ist. Das ist kein Video, das ist doch 35. Ich mache ein bisschen Film. Kunst.
Ja, wunderbar. Das können Sie sich irgendwie so. Das wird jetzt aber echt Kleinkunst. Das wird Kleinkunst. Das hat schon 8mm Filmcharakter, also für diejenigen noch, die. Ja, ja gut. Okay, also okay. Zum Glück, das braucht heute kein Mensch mehr. Also außer er ist 35mm Liebhaber und möchte doch mal so richtig schön mit dem alten Filmfeeling arbeiten. Aber wie, wie im Kino. Wie im richtigen Kino, da wird tatsächlich oft noch mit 35mm gearbeitet. Aber unser Eins arbeitet natürlich längst voll digital mit Full HD, mit 4K und so weiter. Und die Schneiderei findet dann natürlich auch am PC oder am Mac statt. Dafür gibt es inzwischen ganz günstige Software, die ich dafür benutzen kann. Wir haben uns mal 5 solcher Einsteiger-Videoschnittprogramme angeguckt. Preisklasse 90 bis 130 Euro. Alle diese Programme, kann man so mal global sagen, sind für den Anfänger durchaus geeignet. Sie haben alle ihre individuellen Stärken und Schwächen und auf die wollen wir uns jetzt ein klein wenig konzentrieren. Los geht's mit einem sehr bekannten Namen, Premiere, allerdings in der Version Elements, Version 14. Also nicht das große Premiere für teuer Geld, sondern die einfache Version für knapp 100 Euro. Die ich also auch noch als Einzelversion kaufen kann, wo ich kein Premiere-Abo brauche, beziehungsweise kein Adobe Cloud-Abo oder wie auch immer das inzwischen heißt, muss also nicht monatlich dafür bezahlen, sondern ich zahle tatsächlich nur einmal. Das geht, weil ich war von dieser Abo-Geschichte ein bisschen erzürnt, weil ich dachte, Premiere auch schon mal mitgeschnitten. Ne? Jetzt musst du dieses Abo haben, monatlich dann, weiß ich nicht, 5 Euro, 10, 20 Euro irgendwie zahlen oder so. Also muss man nicht, man kann weiter mit es Premiere. Zumindest das Elements gibt es tatsächlich als echte Kaufversion. Wenn ich die Vollversion von Premiere haben will, bin ich inzwischen gezwungen, zumindest bei der aktuellsten Version, das in diesem Abo-Modell zu kaufen. Mhm. Es gibt aber auch natürlich noch ältere Versionen, die man auch guten Gewissens noch benutzen kann. Aber wir reden ja jetzt über die Einsteiger-Variante. Da kaufe ich klassisch das Programm. Es ist von der Bedienung sehr ähnlich wie das richtige große Premiere. Hat aber natürlich im Funktionsumfang einige Einschränkungen. Die auffälligsten für den Videobearbeiter zu Hause sind eigentlich 2 Punkte. Das eine ist, 4K-Bearbeitung ist damit eine echte anstrengende Geschichte. Die Kollegen haben das hier sogar als schlecht bewertet, was schon ein böses Urteil ist. Auch AVC-HD-Material ist etwas, was Premiere Elements 14 nicht so gerne mag. Dann ist auch die Menge an Effekten, die ich habe und die Möglichkeit, Ton zu bearbeiten, eher im Mittelfeld. Das heißt, nur befriedigend. Und insofern gibt es also an dieser Stelle Abstriche. Wenn ich aber ganz normales Full-HD-Material bearbeite, komme ich mit dem Elements 14 prima zurecht. Ich habe da sehr wenig Einschränkungen. Weiter geht's mit einem anderen, durchaus bekannten Pinnacle Studios 19 Ultimate. Kostet 130 Euro, ist also in diesem Test das teuerste Programm, ist eigentlich ein ja, sehr durchschnittliches Programm. Es gibt wenige Bereiche, wo es glänzt, beispielsweise hat es sehr schöne Importfunktionen. Es gibt aber eine ganze Reihe Bereiche, wo es eher im Durchschnitt einfach nur ist. Das ist beispielsweise die 4K-Bearbeitung oder auch der Umgang mit Ton, sind also hier eher nur im Durchschnitt der typischen Videoschnittprogramme. Mhm. Weiter geht's, Power Director, habe ich auch mal mit rumgespielt, mich amüsiert, allerdings mit einer sehr alten Version, muss ich zugeben. Inzwischen ist die Version 14 Ultra die aktuelle Version, sie kostet 90 Euro, ist hier das günstigste Programm. Ist ein Programm, was vor allen Dingen für Einsteiger sehr, sehr viele Effekte, vorgefertigte Schemata und so weiter mitbringt. Das heißt, ich kann beinahe in Richtung automatischen Videoschnitt gehen. Die einzige Schwäche des Programms ist tatsächlich der Umgang mit Ton. Da habe ich nur wenig Möglichkeiten nachzubearbeiten. Da sind andere Programme durchaus umfangreicher und bieten mir da erheblich mehr Möglichkeiten. Aber ansonsten ist es ein Programm, wo man eben auch für den geringen Preis sehr günstig einsteigen kann, um sich mal in dieses Feld Videoschnitt hereinzuarbeiten. Und zwar durchaus auch mit 4K-Material. Da kann es durchaus gut mit umgehen. Aha. Ja, weiter geht's im Reigen. Video Deluxe 2016, mein Gott, Video Deluxe 2016 Premium. Premium. Ganz wundervoll. Auch das ein sehr ausgewogenes Programm, stammt von Magix, ist ein ja, alter Bekannter in diesem Bereich, bietet auch sehr viele Möglichkeiten, hat sehr viele vorgefertigte Templates, sehr viele vorgefertigte Effekte, insbesondere auch im Tonbereich. Da ist eine der Stärken von Magix. Schwächen, insbesondere in der
Video Deluxe Version ist tatsächlich noch die Bedienung. Manchmal ist es ein bisschen hakelig und man ist nicht intuitiv da, wo man glaubt, dass man sein sollte. Wenn Sie da noch nachbessern würden, wäre es ein Programm, das eigentlich gerade im Einsteigerbereich absolut keine Schwächen mehr aufweist. Wie gesagt, 130 Euro ist hier schon die obere Ecke der Fahnenstange. Lieber Herr Schnurrer, da muss ich etwas zu sagen. Ja, bitte. Ich schneide also durchaus schon mit Video Deluxe. Verrate natürlich jetzt nicht, liebe Zuschauer, welche Version. Ist auch wurscht eigentlich. Also ich bin immer der festen Überzeugung, es ist ja auch eigentlich fast egal für den Nutzer, mit welchem Programm er arbeitet. Das eine hat seine Schwächen, das andere seine Stärken. Bei Video Deluxe finde ich aber ganz gut, ist unabhängig welche Version. Man hat ja enorm viele Videospuren, die man reinziehen kann, ja, inklusive Ton. Oder manche wollen ja nur Tonbearbeitung machen. Also das Ding ist ja so ein Mischding zwischen Video und Ton. Und es geht relativ fix. Den Eindruck habe ich und bin auch bestens damit zufrieden. Zumal ja auch der Nutzer des Programms sagt, ja gut, ich will nachher sowieso einen MPEG-4-Film ausgeben, MPEG-2-Film. Und da sind ja dann, bevor wir zum letzten Programm kommen, die Programme letztendlich, ne, fast alle gleich, ja, außer dass das eine mehr kann, das andere weniger. Was hinten rauskommt, muss ja auch gleich sein. Ich will es ja auch auf standardisierte Versionen, ja, ausspielen. Man muss hier wirklich bei den ganzen Videoschnittprogrammen darauf achten, dass man eben das findet, was zu einem passt. Mhm. Das heißt also, wenn ich jetzt sage, für mich ist, ich will weiterhin auf der Premiere-Schiene bleiben, dann spricht da im Prinzip nichts dagegen. Wenn das die Art ist, Programm, mit denen ich umgehe und wenn ich halt mit den spezifischen Schwächen dieses Programms auch einigermaßen zurechtkomme. Gut, springen wir munter weiter zum letzten Kunden. Nero 2016 Platinum. Nero kommt ja eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Die meisten kennen das als Brennprogramm für CDs, DVDs, Blu-rays und so weiter. Die haben inzwischen auch seit einigen Jahren Videoschnittprogramme im Programm. Schwächen, die uns aufgefallen sind, einerseits in der Bedienung. Die Kollegen haben hier ein schlecht vergeben, das kann ich unterschreiben. Ich habe das mal versucht mit dem Nero 216. Man muss da wirklich intensiv sich einarbeiten. Es ist definitiv nicht intuitiv. Es gibt wenig Hilfestellungen, ich werde wenig an die Hand genommen. Das ist in anderen Programmen wirklich einfacher. Und dann ist der Bereich Tonbearbeitung. Dort sind sie ebenfalls schlecht im Vergleich zu den anderen. Das heißt, da sind viel zu wenig Möglichkeiten drin, eben mit Ton auch kreativ umzugehen. Da haben andere Programme wie beispielsweise Magix, die ja auch eher aus dem Tonbereich kommen, durchaus Vorteile. Also könnte man sagen, Nero 2016 Platinum, ja, für denjenigen, der mal schnell was machen will oder einfach arbeiten will, jetzt nicht so aus der Profibranche kommt, wäre das dann vielleicht ein bisschen zu aufwendig? Es ist ein relativ viel Einarbeitung und ich empfehle an dieser Stelle immer, für fast alle dieser Programme gibt es Trial-Versionen. Entschuldigung. Für fast alle Bereiche gibt es Trial-Versionen. Kann ich einfach mal ausprobieren und kann sie dann zum Beispiel 90 Tage oder 30 Tage testen und sehe, dann komme ich damit zurecht. Okay. Und da würde ich einfach die Programme mit den Schwerpunkten, die ich brauche, also wenn ich beispielsweise Tonbearbeitung brauche, dann würde ich mir auf jeden Fall den PowerDirector, des Magix mal angucken. Wenn ich im Bereich 4K unterwegs bin, dann sollte es vielleicht nicht unbedingt Premiere Elements sein, was ich mir anschaue. Oder eben auch Pinnacle Studio sind auch da nicht unbedingt die Programme, die da Stärken haben. Aber anyway, einfach mal ausprobieren und dann das Programm tatsächlich kaufen, was den eigenen Bedürfnissen am ehesten entgegenkommt. Und was auch mit der Geschwindigkeit, das zum Schluss noch gesagt, mit dem Rechner zu tun hat. Ja gut, manche Programme fressen ja wirklich enorm. Also da ist ja, es ja mit das dem ist tatsächlich ein großes Problem, insbesondere wenn man in Richtung 4K-Videoschnitt geht. Da gilt die alte Regel, es gibt keinen Rechner, der schnell genug ist. Ja. Ich selber schneide auf einem, Core i5. Das ist definitiv der falsche Rechner für 4K-Videoschnitt. Darum dauert das auch manchmal elendig lange. Und da ist es tatsächlich so, Programme sind sehr unterschiedlich in den Ressourcen. Also Magix beispielsweise ist relativ mächtig. Ich habe die Möglichkeit, sehr, sehr viele Spuren zu verwenden. Ja. Aber es frisst eben auch entsprechend Ressourcen. Dafür habe ich halt die Möglichkeit, entsprechend Plugins noch mit einzubauen. Aber auch da gilt wieder, was ich nicht brauche, sollte ich mir nicht kaufen, sollte ich nicht installieren. Und das macht halt dann den Rechner teuer. Und wie Sie schon gesagt haben, eben jetzt zum Schluss noch 4K, wunderbare Auflösung. Ja, und damit sollte man sich dann vielleicht verabschieden, weil bei 4K, bei solch brillanten Auflösungen ist dann auch schon HD-Schminke angesagt, in der Tat. Sonst sieht man dann wirklich alles und das wollen wir jetzt aber auch nicht. Tja, völlig ungeschminkt, sage ich mal. Ja. Ein schöner Hinweis. Ja,
Das war's, die 100. Folge Technikrensch. Ich hoffe, Sie haben bis zum Schluss durchgehalten, denn jetzt kommt ja, Sie kennen das als Dauerzuschauer und für neue Zuschauer, Sie müssen sich dran gewöhnen. Wir schaffen das mit der Technikrensch auch weiterhin. Vorausgesetzt, Sie abonnieren uns. Oder wenn Sie uns schon abonniert haben, dann empfehlen Sie uns doch einfach weiter. Und wenn Sie uns schon weiterempfohlen haben, dann empfehlen Sie uns doch einfach weiter. Und so weiter. Und so weiter. In dem Sinne, Herr Morawitz, vielen Dank, dass Sie heute in der Technikrensch waren. Es war mir ein besonderes Vergnügen. Mir war es auch eins, Herr Schnurer. Und Sie haben es ja wunderbar gerade gemacht, ne? Die Frau Merkel. Das konnte vorher aber auch schon anderer. Das war der etwas beleibtere. So. Ja, natürlich schaffen wir das. Wir geben uns die größte Mühe. Und Herr Schnurer wird mit der Technikrensch auch weiterhin Erfolg haben. So. Das ist noch reichen. Ich setze die Mütze wieder auf. Ne? Genau. Also, oder ich mache so. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Abonnieren, ja? Und weiterempfehlen. Nicht, dass wir uns deswegen die Haaren kriegen.